Scheiße, habe ich wohl verfehlt. Da habe ich mich nach kurzem Zögern gegen Skyfall und dann doch für Casino Royale entschieden. Keiner der Darsteller vor ihm hatte jemals derart viel Energie, Seriosität und physische Präsenz in die Rolle eingebracht. Die neue Ausrichtung war und ist umstritten. Es wurde ernster und rauer. Bond war verletzlich und nicht mehr unfehlbar. Nicht mehr jede Frau, die er traf, fiel ihm direkt in die Arme. Kann ich Sie nach Hause fahren? Tut mir leid, ich bin nicht so grausam. Es gab kaum noch die typischen Wunderwaffen und Humor. War selten und wenn, dann staubtrocken. Ein Wodka Martini. Geschüttelt oder gerührt? Sieht aus, als ob mich das interessiert. Casino Royale bietet alles, was man von einem guten Bond erwartet. Nur vollkommen anders als bis dato gewohnt. Du willst mehr wissen? Dann klicke doch jetzt einfach auf den Link.